Ole Rühr, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen. Als ob ich nicht einfach so da lang gehen kann. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Life is Strange. Come on, Logan, bring it, bro. Da hat's eben geleckt. I need to go to my room and return Warren's flash drive. Okay, da kann ich nicht rein. Das werden wir machen, sofort nachdem wir hier alles erkundet haben. Hier kann ich nirgends lang, alles klar, so viel ist ja auch. I always get a little giddy when I think about having my own room here. The Prescott dormitory? Good lord, Nathan's family owns my dorm? Alles klar. Dem Typen gilt, glaube ich, wirklich alles, oder? So, wer ist das hier? Logan, hallo. No, bro. You can't take a picture. You gotta wait till Friday's game. Das finde ich aber nicht okay. Wo kann ich da? Kann ich da oben hin? Ja, ich kann zum Totem. Nice. Nein, was? Achso. Warren told me that totem is named Tobanga for a reason nobody knows. Tobanga passt irgendwie zu einem Totem, finde ich. Oder? Doch, doch, Leute, oder? Hey, was? Football, Max. Big football. Step away. Zachary. Alles klar. Hey, Kate. Recycling. Glad to see our campus is eco-friendly. Nice. Hi, Kate. Hey, Max. Mach ich das mal. How did you like class today? I don't remember. I guess I don't care about much of anything today. Is there anything... Max, I'd like to be alone, if you don't mind. I'm sorry. Okay, das hat aber keine Auswirkungen gehabt, alles klar. Ja, dann lassen wir sie mal alleine. Make art, not war. Foto. Habe ich eins übersehen? Und wir haben noch neue. Oh, alles fühlt sich gerade so surreal an. Ich kann mir mit niemandem darüber reden. Nun mit einer Person vielleicht, aber ich habe sie seit 5 Jahren nicht gesehen. Ich könnte mich Warren anvertrauen. Er ist schlau und wissenschaftlich. Vielleicht hat er eine Erklärung. Keine Ahnung, was für eine. Bis ich es durchschaut habe, halte ich es besser geheim und konzentriere mich auf die Schule. Warren möchte seinen USB-Stick zurückhaben. Dabei konnte ich mir die ganzen coolen Serien und Filme noch gar nicht angucken. Ich habe ein paar Episoden Doctor Who und Akte X gesehen. Alles, was Full Metal Alchemist, sowie Faster Pussycat, Kill. What? Krasse Amazonen in Schwarz-Weiß. Dazu voll der Cyberpunk-Trip in unglaublichen Bildern und Scott Pilgrim zum circa 1000. Mal. Okay. Ich habe einen vermissten Poster von Rachel Amber gesehen, einer hübschen Blackwell-Schülerin, die verschwunden ist. Es ist traurig, ihr lächelndes Gesicht zu sehen und an all die verschrecklichen Dinge zu denken, die passieren können. Wenn ich 6 Monate zurück könnte, würde ich es sofort tun. Okay. Hey. Howdy, Samuel. Well, hello there. Awesome. What's up with these Rachel Amber posters? Only she would know that, right? I guess. It just makes the campus look sad. You can't color over that sunlight. Der Typ kommt ein bisschen komisch rüber. How can you know a prism? You just stare in awe. Now I have to go paint windows. Ist denn mit ihm? What do you think happened to her? Best not to dwell on the past. Samuel looks forward. Like a clock. Nice, bro. Okay. What was she like? She must have been popular. Even sunlight can cast shadows. Rachel did both at once, you know. She was like a battery. Positive and negative. See you later, Samuel. And watch your step around here, Max. After I sweep, I paint.
Was ist denn mit ihm? Der ist halt ein bisschen weird, würde ich mal sagen. Indians go home. Alter, was ist denn mit euch? Sprinkler. You'd think with all the rain here in Oregon, you wouldn't need to water the lawn. I guess Blackwell has to keep the lawn and plants well manicured to look good on a catalog. Okay. Oh. Hi, Max. How are you doing? Fantastic. I'm by myself reading Chicklet. Pretty soon I'll be bonding with Victoria at the Vortex Club. I think you're better off reading Chicklet. Good point. Now, if you'll excuse me. Sorry. I really have to find out what happens. Don't take it out on the tree, loser. Don't take it out on the tree, loser. Alles klar? Okay. Glad to see our campus is eco-friendly. Oh, look, it's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your waif hipster bullshit. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh, wait. Hold that pose. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh, yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. Alles klar. Was ist denn los mit dir? Okay, now where exactly is the sprinkler valve? Okay, now where exactly okay. Is the sprinkler valve? No. Ich finde das noch irgendwie. Ah! Wasserpumpe nutze ich gleich, die Wasserpumpe, ja. Ich habe nichts anderes zum Nutzen hier, okay. This main sprinkler valve looks easy enough to use. What the hell? Are you kidding? Look at this! Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Mmm. Komme ich irgendwie an den Eimer da oben? Oder sollte ich nochmal mit Victoria reden? Ah, Fragen. Ansehen. Ich kann... Like a pissed off wet cat, and she's still stylish. Oder muss ich nochmal in den Raum? Oh, warte mal. Vielleicht muss der Football irgendwie geworfen werden. Awesome. Oder auch nicht. I need to figure this out. Oder wohin? Do you understand English? Get lost. Alles klar, da unten stand, verstehst du kein Deutsch? Aber sie sagt, verstehst du kein Englisch? Okay. So, jetzt. This main sprinkler valve looks easy enough to use. Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? I
I could crank the sprinkler up and give Victoria and her clones incentive to beat it. I could crank the sprinkler up and give Victoria and her clones incentive to beat it. Und wenn ich jetzt nochmal zurückdrehe. Keep walking, hippie. Okay, let's see if this works. Moment, muss ich jetzt den Sprinkler trotzdem noch aufdrehen? Ja. Komm, komm. Lass es funktionieren. Wet paint is not good for hair, nope. Sorry. Get the hell away from me, weirdo. Yeah. Hold on, hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I dry. It worked. Don't mess with Max, bitches. Ich konnte auch eben irgendwas mit der Leiter machen. Das würde ich auch gerne noch machen. Hey, Victoria. What do you want, Max? I am sorry. That's an awesome cashmere coat. It was. But there'll be another. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. He's one of my heroes. Thanks, Max. I hope those sluts get me a towel before they hang a sign on me. Awesome. You deserve a better shot. Sorry about blocking you and the go fuck your selfie. That was mean, but pretty funny. Sweet. Just one of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Au revoir. Victoria probably played me. I should have played her. Better get to my room before I find Warren. Ich konnte noch irgendwas mit der Leiter machen. Ich will da noch mal zurück. Weiter geht nicht. Ah, shit. Okay, ja gut, dann... Alle trösten sie trotzdem. Victoria probably played me. I should have played her. Better get to my room before I find Warren. Nee, ich wollte sie nicht veralbern. Trösten ist, glaube ich, eine gute Alternative. Ich glaube, eigentlich hat sie es nicht anders verdient, sie auch zu verspotten. Aber ich glaube, dass... Weiß ich nicht. Blackwell isn't that big, but it sure feels like a labyrinth. Victoria is welcome to Black Hill. 219 sind wir. Alles klar. Is going to be pissed we took so long. Ja, dann ist das nun mal so. So viel. HIV und AIDS sind nicht nur Initialen auf einem Poster. Dies sind ernsthafte Lebensbedrohlich. Ah, klar. Ah, okay. Ja, mein Deutsch ist heute wieder gig. Dies sind ernsthafte... Da fehlt ein T. Lebensbedrohliche Krankheiten und niemand ist immun gegen sie. Informiere dich jetzt. Für weitere Informationen... truthhealth@truthhealthadmin. Okay. Belohnung. Am 16. September wurde mein Rucksack mit einmal ein Schulbällchen. Das hatten wir schon, ne?
Und die Schlampe, die meine Frenchu Cream gestohlen hat. Das Zeug ist scheiß teuer und ich brauche es gegen meine Akne. Ich weiß genau, wie es Haut schält und ich warte darauf, dass sich deine Haut aufklärt. Go, Miss Grant. Not sure if I will, though. I'm a loser. Lass dich nicht von Big Brother beobachten. Bis Ende des Schuljahres könnte ein aufdringliches Überwachungssystem an der Blackwell Academy installiert sein. Mitglieder des Lehrkörpers und des Schülerrates werden ein öffentliches Forum abhalten, um zu informieren und diese Angelegenheit zu diskutieren. Bitte kommt und widersetzt euch diesem Eindringen in eure Privatsphäre. 18. Oktober, 17 Uhr, Schülerzentrum Aula. Okay. Is this a Vortex Club or a Victoria Club initiation? Truly pathetic. Alles klar, ey. Room 217? No way in hell am I ever going in here. Welcome to Black Hill. Stella, okay. As if. Ha! Juliet, read this week's edition of the Blackwell Totem. Juliet, extreme reporter. Dane is still a cheerleader at heart. Ja. Nice atmospheric shot. Needs dusting. Es ist eigentlich recht schön soweit. So im Kontrast zu einer Straße, so ein Reh mitten an der Straße stehen haben. Ist schon nett. Klopapier. Looks like nobody won this TP war. There's nothing left but ghosts. At least that's an alarm from this century. Okay. This girl must have been popular. She's everywhere. Ja, schätze ich auch. Okay, hier können wir nicht rein. Alles klar. Sei wachsam auf dem Campus. Befolge diese Tipps für deine Sicherheit. Mach dir immer bewusst, wo du bist. Lass immer einen Freund wissen, wo du bist und wo du hingehst. Melde jeglichen Vorfall sofort der Campusverwaltung. Lade dir eine gratis Campus-Alarm-App herunter. Okay. Could be fun. Glad I'm not the only lonely nerd around here. Buchclub der Geeks. Suche nach Gleichgesinnten, um Autoren zu lesen und zu diskutieren. Ursula K., Le Guin, Robin Hott, Neil Gaiman, Pierce Anthony, Terry Brooks, David Calvo, Marion Zimmer Bradley und der übliche Scheiß mit fliegenden Drachen. Alles klar. Keine pubertären Zauberer oder Romane über Vampire, Vampir-Emos erlaubt und keine Jungs. Kontakte Brooke S. Academy, okay. Ich glaube, da fehlt ein K. Mensch, zum Verkauf. Dieses Fahrrad bringt dich überall hin. $20 für Lieferung, $5 mehr. $20 für Lieferung, $5 mehr, okay. Moment. Hier ist ein C, okay. Also okay, das... Vortex Club, bald, okay. Oder, oh scheiße, habe ich noch was? Nee, ich glaube, ich habe nichts überlesen. Vermisstenposter. Ich muss es einfach. We get it, she's missing. Somebody has gone crazy with these posters. They live. Sei kein Zombie. Es gibt einen Ort und eine Zeit für soziale Medien. Lass das Leben nicht an dir vorbeiziehen. Deine Nachricht der Clearhead-Stiftung. Okay. Okay, this is just mean and stupid. Zeichnen? The universal symbol for please leave me alone, asshole. Wer ist denn nochmal an 22? This is like the public DNA of our dorm. Lass dich nicht von der Depression unterkriegen. Wir alle sind mal traurig und allein. Wenn du jemanden zum Reden brauchst, kannst du uns jederzeit anrufen. Tag und Nacht. Wir hören zu. Wir interessieren uns für dich. 24 Stunden Rufnummer. Verloren. Handy. Diamanthülle. Zuletzt auf der Vortex-Club-Party gesehen. Bitte bei den Fundsachen im Prescott-Wohnheim abgeben. Danke, Statistik-Tutor gesucht. Hilfe, fast ein Monat Statistik und ich verstehe immer noch nichts. Ist es Mathematik oder Philosophie im Graphen? Hilfe, zahle, wenn es mir eine 1 organisierst. Wenn du mir eine 1 organisierst, okay. Fleisch ist immer noch Mord. Deine Mutter tritt dem Veganer...
Club von Blackwell bei. Jeden Mittwoch bringt jeder etwas Veganes mit. Die Nacht des Terrors. Stream along zu Halloween. Nightmare Before Christmas. Auf meinem Raum, okay. Also, sorry, ne, aber vegan ist halt einfach. Veganer sind keine Menschen. Meiner Meinung nach. Ich meine, ich habe nichts gegen Veganer, aber ich verstehe nicht, warum er vegan lebt. Kate. Ah. Ich verstehe nicht, warum man vegan lebt. Das macht keinen Sinn. So, also ich meine, dass man vegetarisch lebt, ist ja okay. Ne? Weil das kann ich verstehen, wenn man nicht Tiere essen möchte. Aber gar nichts vom Tier anzunehmen, ist halt einfach... Warren should be all over Brooke. They're perfect for each other. Ich weiß nicht, die sind halt irgendwie, also es ist halt dumm. But what's this poster really trying to tell me? Dies ist dein Planet und wenn es darum geht, die Umwelt zu schützen, bist du der Boss. Die Entscheidung ist unsere, also erhebe deine Stimme, rette die Erde, okay. Oh, Victoria, give me a fucking break. Be the change you wish to see. Gandhi, okay. How sad. I didn't write anything. I have nothing to say. So, ich muss mich nochmal kurz rechtfertigen. Ich finde, vegan zu leben ist einfach zu übertrieben. So. Ich meine, wie gesagt, vegetarisch zu leben ist vollkommen okay. Man isst kein Fleisch, weil man möchte keine Tiere töten, weil Mord ist immer noch Mord, beziehungsweise töten ist halt immer noch töten. Und man löscht dadurch Leben aus. Aber gar nichts von einem Tier anzunehmen, nicht mal zum Beispiel Milch von einer Kuh, das ist ja nicht mal eine Quälerei. Würde ich, oder? Ich glaube nicht, nein. Und ich weiß nicht, irgendwie, das ist... Veganer sind übertrieben. Vor allem sind Veganer hauptsächlich auch solche Menschen, die es dir komplett unter die Nase reiben und versuchen, dich selber zum Veganer umzuerziehen. Wenn Veganer einfach nur so still vor sich hinleben und vegan sind, dann ist okay. Aber sag ich nichts gegen die. Aber wenn sie alle es dir unter die Nase reiben, ist es halt einfach nur anstrengend und nervig. Und das will keiner. So, ich hoffe, ihr versteht meine Meinung dazu. Home sweet home, my favorite cocoon. Gut, wir sind in Max' Zimmer, aber ich hoffe, es hat gespeichert. Wir können noch mal kurz die letzten beiden Seiten lesen. Okay. Nee, das hatten wir schon. Ich muss zurück ins Wohnheim, Warrens USB blockieren den Eingang und schossen sogar ein Foto von mir, wie in einem Film über die Highschool. Einfach unglaublich. Sie hat tatsächlich fick dich und dein Selfie. Na, fick dich und dein Selfie gesagt, es war lustig. Warum muss sie sich so verhalten? Sie hat doch schon alles, was sie will, oder? Sie zwang mich dazu, meine Fähigkeit einzusetzen, bis ich einen Weg fand, an ihr vorbeizukommen. Ich will diese Kraft nicht für trivialen Scheiß einsetzen, besonders wenn sie wirklich ein Geschenk des Universums ist. Aber so konnte ich sie austesten. Victoria so allein auf den Stufen voller Farbe zu sehen, war beschissen. Sie wirkte nicht wie die Königin Blackwells, sondern wie ein einsames Mädchen, genauso verwirrt wie ich. Ich musste herausfinden, ob es ihr gut ging. Sie war nett und entschuldigte sich, löschte sogar mein Foto von ihrem Handy. Es gibt also doch noch Hoffnung. Ja. Wie es aussieht schon. So, jetzt hat's gespeichert. Jetzt speichert. Okay, nice. Wir haben noch... Okay. Max, dein Director hat mir eine E-Mail geschickt, du hättest Märchen über einen Ehrenschüler Blackwell zu erzählen. Er meinte, das sei eine schwere, falsche Anschuldigung. Er sorgt sich, dass du sowas erfindest. Ruf mich ASAP an. As soon as possible, heißt es, ne? Damit wir darüber reden können. So schnell wie möglich an, okay. Kann ich sie jetzt anrufen? Wie rufe ich denn Leute an? Keine Ahnung. Gut, Leute, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut da rein.